In diesem Video zeige ich euch die Care Pro 4 von Garena. Eine Gesundheitsuhr für Sie, für ihn, für alle Mann. Let's go! Und zwar haben wir hier jetzt die Care Pro 4 von der Marke Garena, eine Gesundheitsuhr mit einem Display von 1,43 Zoll mit großem AMOLED-Display. Und ja, es wird versprochen, dass man da personalisierte Zifferblätter erstellen kann, unkomplizierte Bedienung, und die Uhr hilft auch einem, oder besser gesagt motiviert auch die Leute, so sich mal ein bisschen zu bewegen. Ja, und der Vorteil an dieser Uhr ist, die Gesundheitsdaten kann man zu jeder Zeit an einen Arzt des Vertrauens schicken per WhatsApp und Telegram etc. pp. Wie die Uhr jetzt aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Erstmal ganz normale schlichte Verpackung, wie man es kennt von Garena, mit ein bisschen Gold gehalten. Also sehr edel auf jeden Fall. So, wir machen den Karton jetzt mal auf. Und enthalten ist natürlich ein magnetisches Ladekabel. Das heißt, hier hinten wird die Uhr magnetisch aufgeladen. Dann natürlich ein bisschen Lektüre und natürlich das Wichtigste überhaupt, die Uhr. Wir legen den Karton mal auf die Seite und schauen uns jetzt das erstmal an, wie die Uhr aufgeladen wird. Das heißt, man nimmt jetzt zum Beispiel das Ladekabel hier in der Hand. Wie ihr das jetzt direkt sehen könnt, zieht sich das jetzt magnetisch an. So. So. Und das wäre jetzt schon alles. Das heißt, die Uhr würde jetzt theoretisch aufgeladen. Und dann kann man das hier so wieder abziehen. Perfekt. Auf der Rückseite befinden sich jetzt natürlich verschiedene Sensoren drin. Für Blutdruck, Herzfrequenz und so weiter. Vordere Seite haben wir das tolle Display, wie gesagt mit 1,43 Zoll AMOLED Display. Hier an der Seite haben wir eine Krone, die lässt sich zwar drehen, aber hat keine Funktion. Dann haben wir hier, mal gucken, ob man es sehen kann, ja genau, hier ist so ein Zeichen drauf, wenn man die Herzfrequenz messen will, muss man hier später den Finger drauflegen, das schauen wir uns dann später noch an. Und hier haben wir noch eine Taste, die belegt ist für eine Schnellfunktion. Auf der anderen Seite haben wir jetzt nichts und die ganze Uhr ist auf jeden Fall solide, sieht optisch auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ist so ein, ja, ein Edelstahlgehäuse, definitiv. Das Glas, ja, fühlt sich auch sehr homogen an, funktioniert auch alles sehr gut, wie ihr seht. Also Touch, alles gar kein Problem. Wir können jetzt schon mal reingehen in die Uhr und ich zeige euch gleich natürlich, wie man die Uhr jetzt noch mit dem Handy verbindet. Ja, und nun schauen wir uns das hier alles mal ein bisschen genauer an. Wir haben jetzt hier das Zifferblatt, das können wir zu jeder Zeit ändern, indem wir den Finger hier drauf halten. Dann wird das markiert und man kann von links nach rechts oder rechts nach links wischen und man bekommt hier verschiedene Zifferblätter. Übrigens hat man natürlich auch die Möglichkeit im Play Store, also in der App von der Uhr, noch andere Zifferblätter auch hochzuladen, also da gibt es für jeden etwas. So, wir klicken hier auf die Krone, die Uhr ist aus, wir klicken auf die Krone, Uhr ist an. Wir wischen von oben nach unten, dann haben wir die, ja, Schnellfunktion, das heißt telefonieren. Die Helligkeit kann man ändern. So, wir klicken mal hier drauf hier, dann kann man hier die Helligkeit ändern, aber wir müssen jetzt reduzieren, sonst seht ihr hier nichts. So, nochmal zurück. So, dann haben wir die Einstellungen. In den Einstellungen haben wir noch die Gesundheitseinstellungen. Wir können hier in der Anzeige auch sagen, wie lange der Bildschirm anbleiben soll. Heißt hier, wir haben jetzt 60 Sekunden bezüglich für das Video. Den Menüstil kann man ändern und immer an oder immer aus. Immer an ist natürlich nicht so toll, weil dann wird die Uhr sehr schnell leer werden. Wir wischen von links nach rechts. Dann haben wir hier nochmal einen Schnellguide. Den können wir einfach dann mit so laufen lassen. Oder von rechts nach links. Da haben wir jetzt die Tastatur, weil hier können wir theoretisch, wenn wir die Telefonnummer von einem Bekannten oder Verwandten im Kopf haben, direkt hier wählen und man könnte telefonieren. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Kontakte abzulegen. Heißt, im Notfall, wenn ihr hinfallt oder sonst was, könnt ihr dann einen Notfallkontakt hinterlegen. Aber das funktioniert nicht in der Uhr, sondern in der Handy-App. Dann wird das hier angezeigt, zum Beispiel Notfall Mama, Papa. Und dann könnt ihr dann drauf tippen und dann wird ein Anruf getätigt. Dann haben wir noch eine History. Da könnt ihr dann beobachten, wer ihr schon, also wen ihr schon angerufen habt. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Von unten nach oben haben wir jetzt haben wir die Mitteilungen. Das heißt, falls ihr WhatsApp aktiviert oder Telegram oder keine Ahnung, die ganzen Dinger, die es so gibt, Amazon etc. pp., dann bekommt ihr immer
wenn derjenige eine Nachricht sendet, hier eine Mitteilung. Ihr könnt das lesen, aber nicht drauf antworten. So, die untere Taste drücken wir jetzt mal drauf. Dann kommen wir in den Gesundheitsmanager, auf gut Deutsch. Und wir haben jetzt hier die Herzfrequenz. Die starten wir jetzt mal und sind mal ganz kurz ruhig. So, übrigens, falls noch nicht geschehen, könnt ihr jetzt die Zeit nutzen, den Kanal zu abonnieren. Und ein Däumchen rauf oder runter. So, ihr seht hier oben, das Herz dreht sich. Und ja, 87 Schläge, 89 Schläge, alles Perletti. So, wir gehen nochmal in die andere Funktion rein. Und zwar Blutsauerstoff hätten wir dann hier, tippen wir drauf. Und wie man sieht, geht hier ein Balken weg. Das heißt, so lange wäre die perfekte Messung. Aber sobald wir die ersten Daten haben, reicht uns das eigentlich auch schon. So, es müsste jetzt gleich da 99% Blutsauerstoff. Auch okay. Ja. Dann haben wir noch ein EKG. EKG ist auch wichtig, weil hier müsste man den Finger auf die Seite hier legen, wo das, da ist so ein Zeichen drauf mit so Zacken. Da muss man den Finger drauf legen und einfach ein bisschen warten. So, und jetzt kommt da so eine Sinuskurve. Und oben seht ihr natürlich auch schon die Herzfrequenz. 89 und so weiter und so fort. Wir haben auch unten, wie man sieht, den Balken, der sich schon füllt. Das ist dann die Zeit, wo die Messung gemacht wird. So, müsste jetzt gleich aber auch zu Ende sein. Und zwar genau jetzt. So, genau. Und dann haben wir hier, dass wir kein Risiko haben. Mittleres Risiko, hohes Risiko hätten wir dann hier. Aber wie gesagt, es ist eine Gesundheitsuhr, ersetzt keinen Arzt oder Apotheker oder sonst irgendwas. Also verlassen kann man sich jetzt nicht 100% drauf, das sind nur Richtwerte. Heißt, wenn ihr da irgendwas, ihr fühlt euch ein bisschen schlecht, ein bisschen schwummerig, ein bisschen schwindelig und ihr macht dann die Prüfung mit der Uhr, ja, und die Werte passen jetzt auch nicht so wirklich toll zu eurem Befinden, dann auf jeden Fall direkt zum Arzt gehen. Dafür sind die Uhren gemacht, wenn man zum Beispiel jetzt, ja, läuft und man merkt irgendwie, einem wird schwindelig oder so, dann kann man da mal ganz kurz gegenchecken und wenn die Uhr sagt, ja, ist nicht so toll, ja, dann sollte man auch mal dann zum Arzt gehen. So, was jetzt hier, warte mal hier. Riesenwort, egal. Also irgendwas scannt er jetzt hier. Also Finger müssen wir drauflegen. Körperzusammensetzung, okay. Hört schon ein bisschen komisch an. Ah, okay. Er misst dann Fettanteil, BMI und Körperfett. Könnte funktionieren, weil es gibt ja auch die ganz normalen Körperwagen, die messen ja auch den Fluss von Wasser des Körpers und da kann man das raus, ja, kristallisieren, wie viel Fett im Körper drin ist und wie viel Wasser und so weiter. Könnte funktionieren. Okay, 29 BMI bin ich jetzt so nicht der Meinung, weil ich bin so ein bisschen, ja, ein bisschen dicker, ne? So, Aktivität hätten wir dann noch hier noch. Also, dann kann man sehen, wie viel man gelaufen ist. So, ach, ich gehe mal einen Weg zurück. So, dann haben wir den Schlaftracker. Auch sehr interessant. Da könnt ihr über Nacht die Uhr anlassen und am nächsten Tag könnt ihr dann auf dem Handy schauen, wann, wie viele Minuten, wie viele Stunden ihr gut geschlafen habt, welcher Schlafzyklus und so weiter. Auch sehr interessant. So, Druck, Blutdruck, Druck. Okay. So, wir haben jetzt den Blutdruck. Auch natürlich ein bisschen schwierig mit so einer Uhr. Funktioniert teils gut, teils weniger gut. Aber wie gesagt, das sind ja alles nur Richtwerte. Man kann sich daran richten, man muss es aber nicht. Oder man sollte es auch nicht. Sagen wir mal es eher so. So. Wir warten das jetzt mal ab. Mal gucken, was die Uhr uns jetzt hier gleich sagt. Und wie ihr seht, haben wir ja auch wieder so einen Balken, der sich reduziert. Das ist dann die Zeit, wie lange die Uhr dann braucht für das komplette Messergebnis. Und das kommt jetzt. 126 zu 84. Ja, könnte passen. Körpertemperatur haben wir natürlich auch. Heißt, wenn ihr dann
irgendwie ein bisschen fiebrig seid oder so oder einfach mal so messen wollt. Ja, das ist gar kein Problem für so eine Uhr, das kann fast jede Uhr heutzutage. So, da müsste ja normalerweise um die 36 oder irgendwie sowas sein. Obwohl, heute ist mir ein bisschen kühler. 35,4, ja, passt. Haut 28,4, gut. Also auf der Haut ist es kühler. Dann haben wir hier natürlich Atemübungen, die können wir machen, wenn wir zwischendurch irgendwie so eine Atemübung machen wollen. Dann natürlich das Telefon, was wir vorhin auch schon hatten, Kontakte etc. pp. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir in der App sind. Mitteilung, Musikplayer hätten wir natürlich auch. Das heißt, wir können dann hier starten und dann kommt dann die Musik aus dem Handy raus. Nur urheberrechtmäßig kann ich das jetzt so nicht tun. So, was haben wir denn noch? Eine Stoppuhr hätten wir. Wir hätten auch Wetter. Heißt, wir sehen jetzt hier das Wetter aktuell sonnig, 10 Grad. Wir wischen von oben nach unten, von unten nach oben. Da sehen wir dann schon die stündlichen Wetterereignisse oder tägliche Wetterereignisse, also Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, und das war es aber auch schon. Dann haben wir noch, klar, die Stoppuhrfunktion, Timerfunktion, ein Wetter, Fackel. Okay, hört sich ein bisschen komisch an, Fackel. Das ist nichts anderes wie eine Taschenlampe. Heißt, ihr könnt dann hier ein bisschen Licht machen, falls man es dann braucht. So, dann haben wir noch Voice Assistant. Das heißt, wenn ihr die Uhr... Wie wird das Wetter in Köln? Im Moment ist es wolkenlos und es sind 11 Grad in Köln. Die Temperaturen werden von 12 auf 7 Grad in der Nacht fallen. Wie hoch ist der Kölner Dom? Der Kölner Dom ist eine römisch-katholische Kirche in Köln unter dem Patrozinium des Apostels. Also, wie ihr seht, funktioniert das auch. Also, man kann da einige Sachen mitmachen. Also, heißt... Man kann irgendwie nach dem Weg fragen und so weiter und so fort. Das geht alles hier. Also ziemlich coole Sache, vor allem für ältere Leute. Ja, Spielchen haben wir diesmal auch dabei. Hatten die anderen Uhren jetzt noch nicht, dann bin ich jetzt mal gespannt. Okay, wir haben dann hier so, keine Ahnung, wie sich das hier nennt. Hier, wie das jetzt funktioniert, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Okay, Neustart 2. Ja, keine Ahnung. gut, man... Will ja nicht unbedingt spielen, aber wir probieren jetzt das noch aus. Okay, das nennt sich, ich glaube, Flipbird oder sowas. So. Hopp, 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 hopp. Okay, nochmal. Na gut, das funktioniert jetzt nicht so. Ja, nicht so geil, auf jeden Fall. Gut, ist ja auch keine Spielkonsole. Haben wir noch irgendwas? Einstellungen, haben wir schon drüber geredet. Mitteilungen, Sprache kann man natürlich auch ändern. Wir sind jetzt hier in Deutsch, wir können das in, ich glaube, das ist Polnisch, glaube ich, Französisch, Portugiesisch, Spanier, Italienisch, Chinesisch, Englisch, keine Ahnung. So, dann, was haben wir noch an Einstellungen? QR-Code, richtig und wichtig. Ihr könnt den QR-Code direkt mit dem Handy scannen, dann kommt ihr in den Play Store oder in den App Store von Android. Und könnt euch dann die App runterladen und in der App könnt ihr dann verschiedene Dinge einstellen. Und das schauen wir uns jetzt an. Und natürlich gibt es auch verschiedene Armbänder, wie ihr seht. Einmal in Kunststoff, Kunstleder und auch so Gliederarmbänder. Die sehen natürlich auch richtig nice aus. Gerade bei der Uhr würde ich dann schon die schwarze Gliedermaßband nehmen, also Gliederarmband. Aber wie gesagt, da gibt es jede Menge verschiedene Armbänder zu kaufen. Natürlich sind auch welche schon dabei, die werden aber per Zufallsprinzip ausgesucht. Ja, alles 22 mm, also perfekt. Und um die Uhr zu schützen, gibt es natürlich auch noch Panzerglas, was man dazu kaufen kann. So, nachdem wir jetzt die App runtergeladen haben, kommen wir in so einem Startbildschirm und wir müssen natürlich jetzt erstmal die Uhr verbinden. Das machen wir in dem Sinne, wir schauen, dass wir auf der Startseite sind und dann haben wir hier den roten Balken nicht verbunden. Wir tippen hier einmal drauf. Und dann wird uns die Uhr direkt hier oben angezeigt, auch die Signalstärke, wie weit die Uhr entfernt ist. So, dann tippen wir hier einmal kurz drauf. Und das war's. Die Daten werden jetzt synchronisiert. Das sieht man dann hier oben, 33% sind wir jetzt. So, dauert ein paar Sekunden, Synchronisierung abgeschlossen. Ja, und nun haben wir auch schon direkt die Daten, die wir vorhin gemessen haben. Heißt, wir haben hier die Herzfrequenz, wir haben hier den Blutdruck, also alles schon sichtbar. Ach, wir machen es mal ein bisschen heller, ob man ein bisschen mehr sieht. Ne? Wir gehen eher ein bisschen dunkler. So. Dann können wir zum Beispiel auf den Blutdruck gehen und dann sehen wir genau um 14:50 Uhr Blutdruck blub blub blub.
14:30 Uhr Blutdruck das, 14:20 Uhr Blutdruck das. So, und falls wir jetzt sagen, okay, der Blutdruck gefällt uns jetzt gar nicht, wir wissen nicht, ob der gut ist, können wir hier oben auf den Reiter gehen mit dem komischen Symbol so, und sagen teilen. Das heißt, wir können das jetzt per WhatsApp teilen, per E-Mail und so weiter und so fort. Und dann kann derjenige, der es bekommen hat, sagen, ja, komm besser mal vorbei oder nein. Gut, dasselbe könnt ihr mit allen möglichen hier machen, zum Beispiel auch hier mit EKG. Wir gehen hier mal auf EKG, da haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit zu sehen und wir können auch von hier aus, muss natürlich die Uhr am Handgelenk tragen, auch das EKG hier starten. Also man muss das nicht unbedingt an der Uhr immer machen. Körpertemperatur haben wir dann hier auch. Maximum, Minimum, Mitte. Auch die Uhrzeit von 14:30 Uhr bis 15 Uhr wurde das gemacht. Heißt, man kann auch wieder hier oben auf Teilen gehen und einen Verwandten, Bekannten, Arzt oder so weiter zeigen. Und wir können natürlich hier auf den Kalender gehen und sagen, zum Beispiel hätten wir die Uhr jetzt schon was länger an, am 1., dann gucken wir dann auf den 1., wie war der Blutdruck am 1. oder wie war der Blutdruck, die Temperatur am 1. oder am 6. Natürlich geht das auch mit dem Blutdruck, logisch. Ja, Blutzucker kann die Uhr so in dem Sinne jetzt nicht messen. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, weil die Uhr sammelt Daten und dadurch ergibt sich dann ein Harnsäurewert oder ein Blutzuckerwert. Also ja, dann haben wir die Funktion. Moment, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wir gehen auf Mehr und auf das Zahnrädchen. Und dann haben wir die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu aktivieren. Heißt, wir können jetzt hier verschiedene Benachrichtigungen aktivieren. Heißt, wenn uns jetzt jemand per Facebook anschreiben würde, so, dann gehen wir hier drauf, so, und dann kriegen wir direkt die Meldung auf die Uhr, hier Facebook, bla bla bla, oder WhatsApp, können wir auch machen, Instagram und so weiter und so fort. Und wenn ihr die Ruhe haben wollt, lasst sie einfach aus. So, hier könnt ihr natürlich auch die Weckerfunktion starten. So, dann müsst ihr hier oben auf das Pluszeichen gehen, dann sagt er, welche Wochentage ihr geweckt werden wollt, welche Uhrzeiten, könnt ihr jeden einzelnen Tag könnt ihr anders belegen. Alles gar kein Problem. Dann die Herzfrequenzalarm könnt ihr machen. Heißt, ihr könnt das so einstellen, dass bei einer Herzfrequenz von, keine Ahnung was, 70 oder was, die Uhr Alarm schlägt und ja, dann habt ihr dann die Möglichkeit zu reagieren. Zifferblätter, da waren wir ja vorhin schon, so, aber ich zeige euch jetzt mal den Store, weil hier gibt es ja weitere Zifferblätter, falls ihr sagt, nee, das gefällt mir nicht, was es jetzt standardmäßig auf der Uhr ist, da gibt es dann den Store bei Zifferblätter und wie gesagt, hier gibt es jede Menge von jedem etwas. So, und wir gehen jetzt mal davon aus, ihr wollt dieses Zifferblatt jetzt mal haben. Dann gehen wir hier drauf, Zifferblatt einstellen. So, dann füllt sich jetzt der Balken, dauert ein paar Sekunden. Ihr seht, die Uhr reagiert. So, das dauert ein paar Sekunden. Ja, die 2 Minuten, was hier steht, ist ein bisschen übertrieben. Geht viel, viel schneller, wie ihr seht. Zack, erledigt. Und ihr habt jetzt das neue Zifferblatt drauf. So, wir gehen nochmal zurück. Gerät suchen, heißt, wenn ihr die Uhr verloren habt, könnt ihr hier drauf tippen, müsste jetzt eigentlich was passieren. Ja. Ja, heißt die Uhr gibt dann Geräusche von sich. So, dann haben wir hier Favoritenkontakt. Das ist das, was ich euch ja gesagt habe. Falls ihr Probleme habt, gesundheitliche oder auch nicht, ist ja auch egal. Man muss das ja nicht für gesundheitliche Probleme nehmen. Man kann die Uhr ja auch tragen, wenn man zum Beispiel eine Frau ist, joggt. Und heutzutage ist ja alles ein bisschen, ja, vorsichtig ausgedrückt, alles ein bisschen seltsamer. Und ihr braucht dann irgendwie Hilfe, dann könnt ihr natürlich einen jetzt hinzufügen. Heißt, ihr müsst jetzt einen Kontakt hier erlauben. Ja, wir erlauben das jetzt mal nicht, weil sonst seht ihr meine Kontakte. Und dann sagt ihr zum Beispiel, also hier kommt das Telefonbuch und dann sagt ihr zum Beispiel Kontakt Mama, Kontakt Papa, Kontakt Polizei etc. pp. Und dann könnt ihr dann über die Uhr, heißt, ihr müsst das Handy zwar immer dabei haben, aber das Handy in der Tasche. Ihr habt die Uhr an und dann könnt ihr über die Uhr den Kontakt sofort anrufen und auch mit der Uhr direkt telefonieren, also direkt reinreden. Ja, was haben wir hier noch? Wetter können wir noch mal einstellen auf Celsius oder das amerikanische System, wie hieß das andere? Fahrenheit, genau. Brauchen wir auch nicht. Wir können hier den Werksreset machen, falls ihr die Uhr verkaufen wollt. Oder einfach, wenn ihr die Uhr so resetten wollt, ohne dass alle Daten verschwinden, dann könnt ihr einfach nur auf Zurücksetzen gehen. Ja, dann haben wir noch hier die Möglichkeit, auch die Bildschirmzeit zu aktivieren, 60 Sekunden oder mehr oder weniger. Also 60 ist schon maximal, so, also wenn, dann höchstens weniger. So, wir gehen nochmal zurück. Und ja, was gibt es hier noch zu der Uhr zu sagen? So, hier in dem Profil gibt es jetzt nichts mehr.
zu sehen. Erweiterte Einstellungen, oder? Ja, gut, wir können hier noch verschiedene Profile noch erstellen. Wissenschaftlicher Schlaf könnt ihr aktivieren. Automatische Temperaturüberwachung heißt, die Uhr misst dann kontinuierlich eure Temperatur, Blutzucküberwachung. Also ja, wir gehen nochmal kurz zurück in die Sportfunktion. In der Sportfunktion könnt ihr natürlich sagen, wir wollen jetzt Sport machen. Wir können auch eine Sportart wählen. Wir haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit, Sport zu machen. Heißt, wenn ihr jetzt joggen wollt oder laufen wollt, geht ihr hier auf das Profil, startet. Und dann habt ihr auch direkt hier so die Google Maps Karte. Und dann geht ihr auf Start, fortfahren. Und dann könnt ihr dann hier unten auch direkt sehen, welches Tempo ihr lauft, wie viel Kilometer, Kalorien verbrannt und so weiter und so fort. So, klar sind die Werte jetzt nicht optimal, weil die Uhr liegt ja jetzt hier. Müsste man mal realistisch ausprobieren, ob das dann so passt. Dann können wir auf Eigen gehen. Da sehen wir nochmal die Uhr. Wir sehen hier auch den Ladestand der Uhr. Sportziele könnt ihr euch festlegen, wie viel ihr machen wollt am Tag an Schritte. Schlaf könnt ihr dann ja auch gucken, wie viele Stunden Schlaf benötigt. Also ihr sagt, ja, mir reichen 6 Stunden Schlaf oder 7 Stunden Schlaf und dann werden die Daten dementsprechend ausgewertet. Einheiten ist logisch, kann man hier auch nochmal einstellen mit metrisch, Kilometer und so weiter und so fort. So, App-Stil, da können wir auch noch ändern, wenn wir wollen. So, da sind wir jetzt hier in grünes Stil. Hier Standard, also seht ihr ja hier, da wird dann blau. Und das andere ist dann grün. Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ja, ihr könnt euch auch hier anmelden. Das heißt, ihr müsst es nicht. Ihr könnt euch auch hier anmelden. Und zwar habt ihr dann die Daten lokal irgendwo gespeichert auf irgendeinem Server oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau. Da müsst ihr dann mal ausprobieren, weil ich bin nicht der Typ, der sich bei Gott und der Welt überall anmeldet. Weil, ja, Daten sind Geld. So, heißt, wir müssen jetzt einfach wieder hier drauf, ohne Anmeldung, bestätigen, ja. Überspringen, so, und dann sind wir wieder in der Uhr drin, wieder tippen, verbinden, so, und jetzt ist die Uhr wieder verbunden, wird wieder synchronisiert, so, und dann soll es das schon wieder gewesen sein, so, dann können wir ja gestern, vorgestern, können wir gehen, okay, so viele Daten haben wir jetzt natürlich noch nicht, weil ich habe die Uhr jetzt nicht tagelang angehabt. Modulmanager können wir natürlich auch noch gehen, wir können auch sagen, uns interessiert der Schlaf nicht, dann können wir hier drauf gehen, dann können wir das löschen. So, machen wir mal so aus Spaß. Und dann, ihr könnt aber auch jederzeit sagen, der Schlaf interessiert mich doch, dann können wir den reinmachen. Ja, und dann oben auf das Häkchen, erfolgreich gespeichert, das war's. Ja, ich hoffe, das Video war für euch hilfreich, unterhaltsam. Falls ihr eine Gesundheitsuhr sucht, dann schaut mal gerne bei Gardena vorbei. Link unten in der Beschreibung. Unten in der Beschreibung findet ihr auch direkt den Link zu dem zu der App, falls ihr jetzt nicht wollt, hier den QR-Code einzuscannen oder so. Übrigens, der QR-Code steht auch in der Anleitung drin. Aber falls euch das zu kompliziert ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung ist der Link erstmal zu der Uhr. Zweitens zu der App, heißt für Android und für iOS, einfach da drauf klicken. Also ihr geht mit dem Handy auf gut Deutsch auf den Kanal, wo das Video zu sehen ist, und geht unten auf die Beschreibung. Und in der Beschreibung klickt ihr dann auf den Link für die App und dann geht das Handy automatisch in den Play Store über und ihr könnt euch die App dann da runterladen. Ja, hoffe, das Video war für euch interessant, hilfreich, abonniert den Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.